So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Rogue. Ja, am letzten Part sind wir genau hier stehen geblieben. Captain? Und ich begleite euch auf der Reise. Schön, danke. Darf Wollen ich bitte... wir dann, Gentlemen? Danke. Ihr seid bester Laune, Shay. Warum auch nicht? Wir haben eine neue Waffe und können sie wohl bald einsetzen. Nebenbei, Templer sind meist gut bewacht. Ich bin sicher, Smith macht da keine Ausnahme. Und okay. Diese Baupläne bringen noch einen weiteren Vorteil. Die Morrigan hat jetzt eine Ramme, die das Eis durchbrechen kann. Ich hörte von dieser Technologie, aber sie aber nie in Aktion gesehen. Was ist denn mit Smith? Wo steckt er? Ah, das war jetzt einfach. Er segelt in diesen Gewässern. Ein günstiger Zeitpunkt. Vorläuferschatulle. Göttin Fortuna schenkt euch ihr Lächeln. Wir sind entdeckt. Verfolgt ihn. Aber schießt nicht. Wir dürfen die Schatulle nicht beschädigen oder gar versenken. Kann dieses Fass auch schneller? Immerhin ist mein Schiff noch seetüchtig, Chevalier. Unser Ziel ist sehr gescheit, aber nicht in seinem Element. Samuel Smith ist Schatzmeister der Templer. Was er hier auf sie will, erschließt sich mir nicht. Vielleicht wollte er jemanden treffen. Oder stieß auf Piraten. Er überholt sein Schiff. Etwas muss geschehen sein. Hätten meine Verbündeten ihn angegriffen, wüsste ich davon. Nun, er war lange auf Reisen. Jetzt können wir ihn schaffen. Smith verwaltet die Reichtümer der Templer, nicht wahr? Ist er aus dem Weg? Washington vertraute ihm die Vorläuferschatulle an. Er könnte sie noch haben. Shay hat recht. Die Schatulle geht vor. Also können wir ihn nicht versenken. Wir müssen sein Schiff kapern oder ihn zum Stranden zwingen. Auf jeden Fall, willkommen zurück zur Let's Play Assassin's Creed Rogue. Ja, danke, das weiß ich jetzt auch. Darf ich jetzt mal endlich bitte reden? Danke. So, ja, im letzten Part haben wir unser erstes Attentat vollführt und unsere erste richtige Mission abgeschlossen. Und jetzt müssen wir Samuel Smith fangen. Er bricht durch das Eis. Ihr scheint nicht der Einzige mit einem Rammsporn zu sein, Shay. Hoffentlich ist unserer ebenso gut. Bestimmt. Naja, auf jeden Fall verfolgen wir jetzt der Weg ist frei. Das Schiff von Samuel Smith. Aber verschwendet keine Zeit mit Jubeln. Smith entwischt uns. Smith entwischt uns. Die Gewässer sind voller... Eine Falle! Okay. Werden wir jetzt geändert oder wie sieht's aus? LOL! Guckt euch den Bug an! Okay. Der will aber auch nicht sterben. Warte. Oh! Auf jeden Fall super Kamerafahrt. So. Ah, wir müssen nur 10. Haben wir es endlich gleich? Jawohl, geschafft. Easy, Alter. So, wir reparieren unsere Morrigan. Naja, Leute, und was läuft bei euch so? Ja, bei mir halt eben heute Arbeit. Und bei uns ist bei mir geblieben. Beseitigen wir zunächst diese Ablenkung. Wir finden ihn. Da müsst ihr sie treffen. Feuer! Er wird schon zuschlagen.
Na komm, jetzt. Muss ich ihn enttäuschen? Jetzt fangen wir uns den Samuel Smith. Smith. Das TH, Alter, ist so scheiße auszusprechen. Smith. Smith. Den fangen wir uns jetzt erstmal. Irgendein Zeug im Wasser, Sir! Okay. Der kann wohl Feuer im Wasser legen. Okay. Interessant. Welches Teufelswerk ist das? Noch eine Templer-Taktik. Sie können das Wasser mit Flammen überziehen. Vorsicht, Shay. Wir könnten zur Asche werden. Das ist nichts als ein letzter verzweifelter Versuch. Er weiß, dass wir ihn haben. Das stimmt. Und jetzt ist er eigentlich in die Enge getrieben. Weil er kann... Vor uns, Captain! Vorsicht! Das ist ein raues Lüftchen, Captain! Der kann nur noch auf diese eine Insel hier fliehen. Die vor uns ist. Ja. Vorsicht, Shay. Beschädigt, Sir! Oh, fuck. Na komm. Jetzt wissen wir, wo es hingeht. Der Bastard hat ein Lager hier. Folgt wie man lang. Feuert auf keinen Fall mit dem Kanonen. Alles klar? In der Nähe der wertvollen Schatulle. Ich kümmere mich darum. Schützen holen, damit er die anderen hier noch abschießen kann. Weil wir müssen es. Ich möchte es irgendwie hier sneaky machen. Na komm. Jawohl. Oh. Den triffst du noch. Jawohl. Na komm! Ah, Trouble. Hä? Hä, wie wurde ich jetzt bitte gesehen? Die Logik möchte ich auch mal gerade verstehen. Soll ich ein Luftattentat machen? Glaube ich, lenke sie jetzt noch mal ab. Nein, 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 nicht entdecken. Kletter hier hoch. Geh noch mal ganz hier zurück. Ich hoffe jetzt nur nicht, der tötet den Samuel Smith. Damit wir hier schön. Dein Ende, Assassine. Und. Werdet ihr. Oh, schönes Luftattentat, ey. Das kann nicht sein. Nein. Wisst ihr überhaupt, was das ist? Ein uraltes Artefakt. Ein Schatz von jenen, die vor uns kamen. Ja. Aber was soll's? Selbst die größten Wissenschaftler aus ganz Europa konnten es nicht zum Laufen bringen. Jetzt fehlt nur noch das Manuskript. Und dann wird alles enthüllt. Jo, das packen wir easy. Das packen wir easy.
Smith mit einem Luftattentat töten und drei Kanonenbeute mit dem Pagelbill. Okay, ja, okay, scheiße. Brennendes Öl. Okay, cool. Das heißt, wir können es jetzt auch benutzen. Nehmen wir uns noch schnell die Truhe hier mit. Alles klar. So, dann haben wir das jetzt hier auch. Und können eigentlich weiter. Oh, komm, halt's Maul. Nerv nicht. So. Und Lissacher ist wieder weg. Ich habe die Vorläuferschatulle. Smith. Schnellreise. Ach, wäre es jetzt sinnvoll, eine Schnellreise? Sehr gut, Jay. Wo ist der Chevalier? Ne, genau. Zurück zu Garfour. Wir müssen ohne ihn feiern, fürchte ich. Mir ist nicht nach Feiern zumute, Liam. Ich weiß, wir brauchen diese Artefakte zurück, aber um welchen Preis? Samuel Smith. Er konnte kaum das Schwert führen. Ihn zu töten oh, fuck, war. Fuck, fuck, fuck. Notwendig. Alles klar. Aber. Nichts aber. Smith war ein gefährlicher Mann, ein Templer. Und das Schlimmste, er hatte die Schatulle. Ihr solltet stolz sein, Jay. Vielleicht. Wir sollten jetzt nach Albany. James Wardrop, dem Lawrence Washington das Manuskript gab, wird dort sein. Okay. Ezego Vasi berichtet, dass James Wardrop viele Stämme von ihrem Stammland vertrieben hat. Wir haben Beweise, dass er hinter Massakern steckt. Er ist einer der skrupellosesten Männer in den Kolonien. Er nutzt die Buchstaben des Gesetzes für seine Zwecke. Und wenn das Gesetz nicht für ihn spricht, findet er Abgeordnete, die es beugen. Sorry, dass ich jetzt das Gespräch unterbreche. Aber uns wurde gerade empfohlen, dass wir genau hier eine Schnellreise machen. Jo, bestätigen. Dann machen wir das doch. Ich habe die Vorläuferschatulle. Smith ist tot. Sehr gut, Jay. Ach, jetzt müssen wir uns wo das neu anhören. Wo ist der zurück zu Garfour. Wir müssen ohne ihn feiern, fürchte ich. Mir ist nicht nach Feiern zumute, Liam. Zum River Valley wollen wir. Zurück, aber um welchen Preis? Samuel Smith. Kommt. Ja. Wie das Gespräch einfach weiterging, alles klar. Nun ja, Leute. Jetzt geht's weiter. Und jetzt müssten wir dann jemanden treffen, den wir aus Assassin's Creed 3 kennen. Gleich in der nächsten Mission, denke ich jetzt. Also, ja. Wow, die Kurve. Wow. Also, sorry Leute, aber die Truhe hole ich mir jetzt kurz mal schnell, weil Geld kann ich, glaube ich, sehr gut gebrauchen, um uns hier bessere Schwerter zu kaufen. Ich kann dann ja auch noch ein bisschen offscreen das Schiff aufleveln und uns neue Sachen kaufen. Und herstellen, besser gesagt. Damit wir halt eben besser gerüstet sind. Weil ich glaube, das will ja niemand sehen. Wie ich hier Sache mir erfarme. Habe jetzt keinen Bock rüber zu schwimmen. So, und weiter geht's. Hoch, Männer! Setzt die Warmsegel! Weiter geht's. Ey, das mit den Vögeln sieht so geil aus, oh. Ja, da. Das dort ist Albany. Die größte Grenzstadt überhaupt. Okay. Alles klar. Schöne Sequenz.
markieren wir uns hier schnell mal den Aussichtspunkt, damit wir immer hier eine Schnellreise machen können. Und sieht ja niemand. Oh, die Musik. Hört ihr die Leute? Richtig geil. Oh, komm, der Shandy hole ich mir jetzt mal schnell. Nein, 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 nein. Na komm. Okay, vergessen wir es. Ich bin zu schlecht dafür, sagen wir so. Ja, halt's Maul. Jetzt ist es weggeflogen. Ey, wirklich, ich finde die Musik gerade richtig krass, Alter. Das fragt mich. Oh nein. Komm, Alter. Alles klar, wie er einfach gerade gestorben ist. Boah, schön hast du ihn gekillt. Patrick. Yes. Nerv nicht. Ich will mir nur schnell hier das Geld holen. Nein, bitte nerv nicht. Hey, stop. Ach, komm. Oh, das ging eigentlich gerade voll in die Eier. Alles klar. Dann gehen wir hier so rum einfach. Oh, habt ihr den Move gesehen? Der war ja richtig geil gemacht, ey. Der war ja richtig geil, ey. Der eine andere wundert sich jetzt, warum der Tod einfach ist. So, und da sind das unsere Freunde. Aber ich hätte jetzt gesagt, Leute, im nächsten Part sehen wir, wie es hier weitergeht von Let's Play Assassin's Creed Rogue. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert gerne, wenn ihr wollt. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Jetzt, ich kann gerade kein Deutsch. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.